Guten Morgen, liebe Steffi. Ich wünsche dir einen wundervollen Wochenanfang. Vielen Dank, liebe Imke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bist du schon gut reingestartet? Ja, ich hatte heute Morgen so ein bisschen das Gefühl, oh, mir fehlt so ein bisschen was. Ich bin nicht so ganz bei mir. Ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt. Oh, dann ist es aber gut, dass wir heute miteinander sprechen, weil heute möchten wir mit dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, darüber reden, ob du dich allein fühlst und ob du auch wirklich alleine bist. Ganz viele Menschen haben das Gefühl, sie müssen alleine durch ihr Leben gehen. Auch in komplexeren, schwierigeren Lebenssituationen haben sie das Gefühl, oft abgeschnitten zu sein von ihrem Umfeld und niemanden zu haben, der an ihrer Seite steht. Aber liebe Steffi, das ist ganz anders. Das ist einfach eine Illusion, es ist wirklich eine Lüge, die wir uns auch selber erzählen, wo unser Gehirn bewusst und unbewusst eine Trennung schafft. Eine Isolierung schafft, wo eigentlich keine Isolierung sein möchte. Und dann haben wir eben das Gefühl, okay, wir sind abgetrennt von uns selber, hier gibt es eh niemanden, der sich für uns interessiert. Und ihr Lieben, das stimmt nicht. Denn Imke, wer ist denn eigentlich die ganze Zeit so bei uns, egal ob wir jetzt hier allein in diesem Raum sind oder ob wir mit anderen Menschen sind. Immer ist unser geistiges Team bei uns. Und es besteht aus verschiedensten Mitgliedern. Es ist wirklich großartig und es steht uns immer zur Seite. Und viele Menschen, also die allermeisten Menschen, würden Steffi und ich jetzt mal behaupten, haben dieses Wissen um das geistige Team verloren oder erinnern sich noch nicht wieder daran. Und es ist so schön, wenn du dein geistiges Team kennenlernst und mit ihm gemeinsam durch dein Leben gehst. Und wie wundervoll ist diese Erkenntnis, dir bewusst zu machen, dass du, auch wenn du dich gerade alleine fühlst, es doch nicht bist, weil die geistige Welt immer da ist. Und du kannst dir das so vorstellen, dass sie dich immer begleiten, egal wo du bist, egal was du für Notfallsituationen hast und wie komplex, wie du Imke vorhin gerade gesagt hast, dieses Thema gerade ist, was du erfährst. Ja, die sind immer da und vielleicht hast du sie auch schon wahrgenommen. Wie können die sich denn zeigen, Imke? Na, sie können sich zeigen über auch Gefühle, dass sie da sind, dass du merkst, dass du nicht alleine im Raum bist. Es kann auch sein, dass du Informationen bekommst, dass du eine innere Stimme in deinem Kopf hörst, die anfängt mit dir zu sprechen. Es kann sein, dass du Wärme oder Kälte fühlst. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie die geistige Welt mit uns in Kontakt treten möchte und tut. Absolut. Und sie kann auch über andere Menschen mit dir kommunizieren. Ja, wo du manchmal das Gefühl hast, oh, wieso sagt die Person mir das? Das ist doch genau das, was ich mich vorhin gerade gefragt habe. Und jetzt bekomme ich es beantwortet. Ja, das Universum, in dem wir lieben auch, ja, Lieben und auch, ja. leben, ist ein riesiger, komplexes Gebilde, wo alles miteinander letztendlich verbunden ist und alles miteinander kommuniziert. Bewusst und unbewusst und das die ganze Zeit, also 24 mal 7. Das heißt also, wenn du die Frequenz einer Frage aussendest, wirst du immer irgendwann die Antwort darauf bekommen. Und deine geistigen Helfer sind dazu da, um dich hier natürlich auch auf deinem ganz individuellen Seelenweg zu begleiten, um dir auch Unterstützung zu geben in Situationen, wo du halt deine eigene Göttlichkeit vergessen hast. Sie sind hier, um dir zu zeigen, wie leicht das Leben sein kannst, wenn du wieder deine göttliche Kraft, deine göttliche Macht wieder annimmst und einnimmst. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst Vielleicht gerade möchtest so du was schön ergänzen. im Ich warte nur. Möchtest du was ergänzen? Erzähl mir. Nein, nein, nein. Ich lausche dir ganz gespannt. Oh. Und sie sind natürlich dafür da, dass du auch dich stets wohlfühlst und behütet fühlst und geschützt fühlst und dich immer erinnerst, dass du, egal wie allein du gerade bist, es niemals wirklich bist. Denn etwas stirbt nie und das ist natürlich die Liebe, das ist auch
deine Seele, weil die ist einfach ewig. Und natürlich dein geistiges Team sind jetzt körperlose Wesen in Anführungsstrichen. Dennoch kann man sie, so wie Imke das vorhin beschrieben hat, wahrnehmen. Und natürlich ist es auch so, dass du die nicht alle nur von jetzt kennst, sondern teilweise schon aus alten Leben. Teilweise sind es Ahnen von dir, Vorfahren, die dich bestärken. Teilweise sind es wirklich Dinge, die Wesen, die vielleicht auch wieder Geistführer mit dir schon in alten Leben unterwegs waren. Es sind immer auch Seelenverabredungen, die dahinter stehen, wo man sich ausgemacht hat, das gemeinsam zu erfahren oder wo sie eben sagen, okay, wenn du hier das Spiel Erde wählst, dann helfe ich dir, dich da zurechtzufinden. Unbedingt. Und wenn du das Gefühl hast, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich habe noch nie was gespürt, gefühlt. Ich habe dann einfach das Gefühl, alleine zu sein. Wie soll das funktionieren? Wie komme ich denn an Informationen aus der geistigen Welt heran? Da sind zum Beispiel Menschen wie Steffi und ich, die dich dabei unterstützen können, genau das für dich zu erfahren und auch dir beizubringen, wie es funktioniert, dass du mit deinem geistigen Team in Kontakt treten kannst. Das ist ganz einfach. Vielleicht brauchst du nur ein paar Tipps. Genau. Und das Ganze mit unglaublicher Leichtigkeit. Und auch da ist es vollkommen egal, ob du dran glaubst oder nicht, weil es ist eine universelle Wahrheit und universelle Wahrheiten kann man in dieser Form halt nicht zerstören. Absolut. Und das geistige Team, ihr Lieben, es hat wirklich jeder Mensch ein eigenes geistiges Team und das entwickelt sich mit euch mit. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dass je mehr ihr euch weiterentwickelt, desto mehr verändert sich das Team mit euch. Und oftmals sind eben auch Saboteure im Team drin, die euch eben nicht erlauben, so schnell vorwärts zu gehen, wie ihr euch das eigentlich wünscht. Also wenn ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr einen Bereich hattet und egal, was ihr probiert habt, hey, der Bereich hat sich einfach nicht verändert. Kann das auch wirklich an so einem Teammitglied liegen, was da ein bisschen Sabotage betreibt? Muss nicht sein, aber kann sein. Genau, und wenn du das Teammitglied dann quasi ersetzt, dann verändert sich plötzlich alles. Und auch da können Steffi und ich oder auch eben andere dich sehr gerne unterstützen. Ganz genau. Wir wollten dich jetzt hier erstmal nur erinnern, dass du weißt, die geistige Welt ist immer für dich da. Du bist auch immer von der geistigen Welt begleitet, in all deinen Lebenslagen. Und es steht dir natürlich wie immer frei, das mit ihnen zu machen oder auch ohne sie. Also, the hard way oder the cool way. Genau, ich entscheide mich definitiv für the cool way. Und wir wünschen uns natürlich, dass du das auch tust, weil das Leben einfach dann ganz anders verläuft. So ist es. Imke, ich danke dir. Es war eine fantastische Konversation, wie immer. Und ich fühle mich jetzt gerade so richtig umringt und umgeben auch von meiner geistigen Welt und spüre so richtig, wie sie so richtig an mich nah rangekommen sind und so richtig sich einfach auch freuen, dass wir über sie mitteilen und den Menschen auf dieser Welt auch einfach zeigen, dass es sie gibt, dass sie da sind und dass sie auch nur darauf warten, wenn wir, dass wir uns ihnen zuwenden und dass wir mit ihnen kommunizieren. Sehr schön. Als ich vorhin gesagt habe, ich fühlte mich alleine, habe ich sofort meine Geistführerin gespürt mit ihrer Visitenkarte, dass sie mir gesagt hat, hey, was erzählst du hier eigentlich gerade? Also das war auch sehr, sehr schön und spannend. Ja, sie reagieren sofort. Genau. Genau. In diesem Sinne wieder mal einen wunderschönen Tag mit deiner geistigen Welt. Und ihre lieben Zuschauer, bitte versucht doch auch heute mal ganz bewusst eure geistige Welt wahrzunehmen und die mitzunehmen, weil sie sind sowieso immer da. Und ladet sie doch einfach mal in euer Leben ein und lasst sie beitragen. Da brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen, liebe Steffi. Ich wünsche jetzt dir und unseren Zuschauern und Zuschauerinnen einen wundervollen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.